Aber dem seine ultimative Kraft geht auch irgendwie gar nicht hoch, ne? Wenn man unten mal das Y sieht. Ich sehe gar nicht, dass der Kraft aufbaut. Müsste das nicht irgendwie hochgehen? Oder geht das nur im Nahkampf? Also wenn ich schlage, habe ich irgendwann ultimative Kraft. Aber bei ihm geht da nichts weiter. Naja gut. Dann können wir den Skill erstmal nicht sehen. Auf jeden Fall ist Gefährte Easy Mode. Also im Gefährten kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren. Das ist ja wirklich sehr, sehr einfach jetzt. Wir werden aber noch mal ein bisschen hier den Report erstmal erhöhen. Ja, mal gucken, was das ist. Und danach mal decreasen. Also mal gucken, was Report jetzt ist. So, Beziehung verbessert. Steht unten rechts jetzt. Na, ihr seht das, glaube ich, nicht. Das ist genau hinter diesem Spenden-Übersichtsding von mir. Müssen wir mal mit ihm reden. Dann seht ihr bestimmt, dass der Report jetzt höher gegangen ist. So. Na, es ist mehr ins Grüne gegangen. Und jetzt tut er mir... Jetzt ist er schon vertraut und... Greatly admire you, ja, mag mich also jetzt schon viel mehr. Und wenn ich jetzt sage, haben wir R5. Nicht R3 plus 4, sondern R5 haben wir jetzt schon. Und dann, man findet nicht oft Reisengefährten, dem man sein Leben anvertrauen kann. Ich bin froh, euch getroffen zu haben. Sprechen wir über was anderes? Ja, wir haben gar keine Lust darüber zu quatschen. Ich wurde als Magier ausgebildet. Habt ihr gesehen? Also, er sieht eher nach einem Bretonen aus oder sowas. Also nach einem Krieger oder so, statt wie ein Magier. So sieht doch kein Magier aus, oder? Magier hat doch einen langen weißen Bart oder ist ein Elb. Das ist doch kein Magier. Genau. Ich liebe das Leben als Abenteuer, aber ich habe auch Freude an den kleinen Dingen. Meine Flöte zu spielen. Naja. Ein gutes Buch zu lesen. Mich faszinieren Geschichten und Zauberkunde. Aber ich liebe auch gute, kunstfertige, angelegte Erzählungen. Also, so kriegen wir das mit, wie er so drauf ist. Noch haben wir keine Quest für ihn bekommen. Mal gucken, ob wir die vielleicht doch irgendwie zwischendurch bekommen haben. Ob ich das nur nicht mitgekriegt habe. Nee. Hier steht nichts von Gefährtenquest oder so. Dann erhöhen wir noch ein bisschen unseren Rapport, unsere Beziehung. Einfach auf Maximum. So. Mal gucken, was er jetzt so erzählt. Lasst uns über die Partnerschaft sprechen. Jetzt haben wir schon R7-Status hier. Ich bin froh, euch getroffen zu haben. Es gibt keine Herausforderungen, keine Feinde, denen wir nicht gemeinsam gewachsen wären. So. Ja, ist Maximum, aber Quest oder sowas sehe ich nicht. Aber er ist jetzt ein Ally und Dearest Friend. Ne? Also jetzt mögen wir uns richtig. Ich habe auch noch keine Items für ihn, dass ich ihn jetzt irgendwie ausstatten könnte mit anderen Items. Ach, das ist noch die Frage. Wie sehen überhaupt die Sachen aus, die er gerade anhat? Hier seht ihr das. Einfach 1600er Rüstung. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt ziehen wir mal wieder das hier aus, damit ihr seht, was er anhat. Und wenn er gemeinsam baden gehen wollt. Ne, ausziehen kann man nichts. Doch, kann man wohl. Moment. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ich habe im Moment einen Frosch im Hals. Mach mal hier das ganze lila Zeug weg. Das ist das Problem am Testserver. Da hat man so viel Krimskrams im Gepäck, dass man sofort überfüllt ist. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, im Kronenshop Taschenplätze zu kaufen. Upgrade zu kaufen. Wenn man weiß, wo es ist. Gehilfen brauchen wir gerade nicht. Himmelschirm brauchen wir nicht. Inventar. So, der gibt 5. Der macht Erweiterung für die Bank. Eieiei. Und der fürs Inventar. Leider nur 8 Plätze, ist nicht so viel. Nein. 8 mal 10.
Plätze. So. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Bastian an. So. Kann man das jetzt einfach so wegnehmen? Ja, man kann ihm das ausziehen. Der ist tätowiert. Boah, hätte er das gewusst? Das ist natürlich schon so eine Sache, ne? Schön, dass es mein Gefährte ist. Ja, die passt ja ganz gut. Die Gariane mit dem Bastian. Wie hübsch ist das denn? Und wo ist denn jetzt eben seine Rüstung? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ich mache das jetzt nicht, damit er was zu gucken habt. Ich mache das jetzt, damit ich raffe, wo die Rüstung landet von ihm. Nicht in meinem Inventar. Oder doch da. Gefährtengegenstände. Ah, da ist auch ein neuer Menüpunkt. Jetzt wissen wir, wo seine Sachen sind. Ja, hier haben wir also die Companion-Sachen. Darf nur Companion tragen. Trotzdem steht bei mir, wie meine Resistenz sich dadurch ändern würde. Wie wir jetzt Companion-Items bekommen, das kann ich euch natürlich noch nicht sagen, wie wir da irgendwelche Gegenstände für aufbauen oder finden. Ob man die craften kann oder so, das gucken wir uns gleich mal an so einer Crafting-Station hier an. Aber die Sachen, die ich jetzt für mich habe, die kann ich ihm auf jeden Fall nicht anziehen. Eine gute Frage. So, wir ziehen einfach erstmal wieder an. Aber wo er seine neue Rüstung herkriegt und wo der Schmuck von denen herkommt, das kann ich euch noch nicht sagen. Gucken wir gleich nochmal vielleicht in die Patch Notes. Okay, jetzt haben wir aber noch einen zweiten Gefährten oder eine Gefährtin. Auch in den Sammlungen, nämlich Miri. Hier steht auch nochmal: Obtained by completing Quest Shattered und Scattered. Also die beiden Quests. Ne, dadurch bekommt man die Competition und Contracts oder Shattered und Scattered. Die Quests haben wir jetzt einfach übersprungen. Die haben wir jetzt nicht gemacht. Weil hier auf dem Testserver hat man die einfach, um sie zu testen. So, und da ist sie. Auch sie hat ein Gefährtenmenü. Und auch sie hat natürlich Skills. Aber ihr seht schon, das sind andere Skills. Hier geht es um Assassinen. Hier geht es um. Ja, mehr so wie eine Nachtklinge hier, wie ein Assassine. Das andere ist mehr so der Magierheiler. Und hier haben wir dann die Krawallmacherin. Ich werde mal die Skills einfach mal reinsetzen. So, Moment. Gucken wir mal, ob wir noch was haben. Nee, das ist ja auch, wenn sie ein Level macht. Moment, Level kann ich hier mal schnell geben. Auch sie hat natürlich einen Rapport, ne? Also auch sie kann man irgendwann zur besten Freundin machen. So, gucken wir doch mal. Das ist hier die ultimative Fähigkeit. Magieschaden hört sich immer gut an. Nehmen wir auch mal rein. Und dann nochmal so ein richtiger extremer Magieschaden, wenn unter 25%. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall als tödlichen Assassinen ausgerüstet. So, Kostüm kriegt sie nicht. Sie kann ein eigenes Pferd kriegen. Okay. So, das ist ja auch schön. Den Beziehungsstatus kann man verschlechtern, ne? Das ist halt der Punkt, wenn man dann sagt, okay, man klaut was bei dem anderen. Bei dem Bastian, dann wird der sauer. Dann mag der uns nicht mehr so sehr. Was man bei ihr machen muss, weiß ich gar nicht, damit sie uns nicht mag. So, macht sie denn jetzt eigentlich mit? Also hier merke ich sofort, die hat ja gar nicht mitgespielt. Da war ja der Bastian schon viel aktiver hier. Doch, sie macht irgendwas. Ah, jetzt. Jetzt ist sie hingesprungen. Sie arbeitet also auch mit Pfeil und Bogen. Und ja, das klappt doch schon mal gut. Seid ihr übrigens noch da? Ihr schreibt ja nichts im Chat, ne? Also seid ihr so begeistert von Blackwood und von meinen Ausführungen? Ich dachte, ihr hättet schon tausendmal nach Set-Rüstung oder irgendwas gefragt, aber ihr bleibt gucken, wie es aussieht. So, jetzt lassen wir mal hier diesen etwas stärkeren Gegner
nur vom Clanbann und vom Companion bekämpfen. Opa Rainer ist wirklich noch da. Ach, wie gut. Ich dachte, ich hätte euch alle schon in den Schlaf gequatscht. Ich weiß ja nie, ob neue da sind und einfach nur das Follow nicht angezeigt wird oder so, oder ob es die alten Leute sind. Wir hören andächtig zu. Ja, wunderbar. Da sind ja doch noch Leute hier. Yay! Gary, der Allein-Entertainer hier. So muss es sein. Was haben wir da? Ochsenblut, Pilzspore. Eieiei, das hört sich aber ansteckend an hier. Was sind das? Jeweils 10 Proben können zu einem Ochsenblutpilz herangezüchtet werden. Ochsenblutpilze finden in der Herstellung von Ausrüstung im Stil der Minotauren Verwendung. Aha, Minotauren-Stil. Gut zu wissen. So, das sind jetzt die Sachen, die wir für die Quest hier holen sollen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber ihr seht, das hat geklappt. Ne? Ich habe ja jetzt nicht viel hier bei dem Boss gemacht. Oder bei dem schweren Gegner. Ich lasse jetzt auch den hier nochmal solo angreifen. Also mich wundert, dass die ultimative Fähigkeit so kein bisschen aufgeladen wird bei den Gefährten. Aber es läuft. Also generell braucht man fast nichts mehr zu tun. Das ist halt schon mal ganz gut zu wissen. Wie es jetzt irgendwelche Folgequests gibt von den Gefährten, wie man die also weiter von der Story her erlebt, was also bei denen ist, das kann ich euch gerade gar nicht sagen. Vielleicht sind die Quests noch gar nicht drin. Ich habe nur gehört, wenn man die freundlicher stimmt, gibt es irgendwann auch Quests dafür. Ihr seht ja hier, ne? Verlorenes und Gefundenes und Familiengeheimnisse. Der Bastian hat uns aber keine Quests gegeben bis jetzt. Verdient euch Bastians Loyalität. Hm, komisch. Ich versuch's nochmal hier mit dem Report, gerade bei ihr. Dass sie auch unsere beste Freundin ist. Falsch. Ja, ist Maximum. Aber sie sagt nicht, ich habe eine Quest für dich oder so. Nur, wir haben den höchsten Status, wir können über irgendwas reden. Und wir können sie nach irgendwas fragen. Ich bin eine ausgebildete Bogenschützin. Okay. Tja, wie die jetzt an Quests kommen, wann die Quests vergeben, das kann ich euch gerade nicht sagen. Wir versuchen aber mal gerade den Rapport, den Ruf zu Bastian zu verschlechtern. Der mag ja nicht, wenn man klaut. Wir gehen jetzt also mal ins Dörfchen und klauen ein wenig. Jetzt werden wir mal wieder gemein. Ich bin ja mal schwer gespannt, ob der auch Ruf verliert, wenn er nicht aktiviert ist. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. So, wo können wir denn was Schönes klauen? Ich würde sagen, wir brechen erstmal hier in irgendeine... Nee, bei der Bank ist schlecht, da sind immer Wachen. Hier, sie hier können wir beklauen. Da, sie geht schon... Und? Ja, klauen hat geklappt. Aha. Miris Beziehung verschlechtert. Also ich habe hier gerade jemand ermordet. Das mag Miri auch nicht. Ne? Also auch schon mal interessant zu wissen. Die Assassinin mag nicht, wenn man irgendeinen sinnlos killt. Mal gucken, wie viel Ruf man dadurch verliert. Joa, nicht so viel. Also kann man wohl öfter mal machen. Miri macht aber mit. Habt ihr das gesehen? Sie hat aber mit angegriffen. Und gab diesmal auch keine Rufverschlechterung. Ich versuche nochmal Leidensklinge. Na toll. Die dreht sich genau um, wenn ich meine Leidensklinge machen will. Aha, wenn ich die Leidensklinge benutze, verschlechtert sich der Ruf. Wenn ich einfach nur so kille, ist es ihr egal. Faszinierend. Muss man ja auch erstmal wissen. Ja, die ganzen Tooltip-Anzeigen, die sind halt, weil ich alles das erste Mal mache. Habt euch da jetzt keine Gedanken, das ist nicht die ganze Zeit, wenn man das Spiel spielt, dass man nur 1000 Tooltips hat. Ich werde aber jetzt nochmal einen als Test einfach so wegbratzen. Na?
Eieiei. Nö. So verschlechtert sich der Ruf wirklich nicht. Also der Ruf verschlechtert sich nur, wenn man die Leidensklinge benutzt, bei ihr jetzt zum Beispiel. Okay. Jetzt können wir mal gucken, wie das bei dem Bastian ist. Oh Gott, der wird bestimmt super sauer, wenn wir sowas machen. So, das ist ja kein Assassine. Das ist ja ein Magier, sowas. Wo ist er? Da ist er. So, und bei dem klauen wir erstmal nur. Das müsste schon Stress geben, weil ich glaube, der mag noch nicht mal klauen. Na toll, jetzt sind die Fässer leer hier. Jetzt gibt es hier noch nicht mal was zu klauen. Was ist denn hier los? Ich komme noch nicht mal da Dingen hier hoch. Alter Schwede. So. Haben wir denn hier irgendwas, was wir klauen können? Da. Inhalt stehlen. Jetzt wird ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ja. Schon hat sich die Beziehung verschlechtert hier unten bei Bastian. Jetzt gucken wir mal, wenn wir einen erschießen, was er dann so sagt. Wenn überhaupt einer da ist. Also was ist das denn? Okay. Manchmal frage ich mich, ob ich Koch hätte bleiben sollen, anstatt mich der Magd. Ist halt lustig, wenn die NPCs doch schon bekannt sind, dass die auch hier in dem neuen Gebiet Sprachausgabe haben. Weil es sind dann fast die gleichen, die man woanders trifft. Nur sie stehen woanders rum. Also, schwer zu erklären. Das stehen halt nicht in der Stadt, wo man sie sonst so trifft, sondern jetzt hier in der Stadt. Ja, wo ist es denn jetzt? Wo kriege ich denn jetzt nochmal einen NPC her? Um zu gucken, ob der auch beim normalen Kill schon sauer wird. Aber ihr seht, ne, ihr müsst die Gefährten erstmal kennenlernen, müsst sehen, wann reagieren sie schlecht auf euer Tun. Da. Das war grausam. Dafür werden euch die Wachen Verantwortung ziehen. Dreimal verschlechtert. Einmal nur wegen dem Angriff schon. Und dann auch wegen dem Kill. Uiuiui, der wird dann aber richtig sauer. Er macht zwar mit, ja, notgedrungen, aber die Beziehung verschlechtert sich ziemlich drastisch bei ihm. Bei ihm muss man nett sein. Was heißt ziemlich drastisch? Ist jetzt auch nicht so viel, was er hier verloren hat. Wäre schon gut, wenn da eine Prozentanzeige wäre, wenn da auch 99 oder 98% stehen würde. Aber man kann auf jeden Fall den Ruf verschlechtern. So. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, in Populated Limited Instances, Arenen und Trials gilt er als ein Spieler. Spieler haben immer Priorität und werden, also die Companions werden automatisch entfernt, wenn man ihn hier benutzt. Also wenn ein Spieler in die Gruppe kommt, in die Zone kommt. Also die haben immer Vorrang. Die richtigen Spieler, die haben immer Vorrang. Ich werde mal ganz kurz mit euch das Schwarzrosengefängnis jetzt besuchen, um einfach mal zu zeigen, ob er wirklich stark ist, ob wir wirklich auch zu zweit hier weiterkommen. Wir gehen jetzt gleich auch weiter durch die Zone hier, ne? Also keine Angst, wir gucken uns noch mehr an als nur die Companions und hier die Stadt. Aber ich weiß halt, dass das Schwarzrosengefängnis eine 4-Player-Instanz ist, auch ein bisschen schwieriger ist. Eigentlich fast so was wie eine Arena ist. So. Ja, hier sind natürlich auch wieder ganz viele Abenteuer, Sachen. Entdeckungen. Schließt euch syrodilische Sammlungen an. So, wir müssen nur ein bisschen was reiten. Hier ist natürlich wieder volle Sprachausgabe. Das ist natürlich das Gebiet, was es schon lange gibt. Jetzt haben wir wieder alles in Deutsch. Alles läuft. Ich habe euch selbst die schönsten. Ihr habt gerade mit mir gesprochen. Eure Augen sind so reizend wie schlammige Pfützen tief im Sumpf. So, die Wachen haben uns gerade aufgehalten, weil ich natürlich Kopfgeld habe. Die wollten uns Kopfgeld abnehmen, aber das war jetzt nicht nötig, weil ich hatte den Herrn Rausreden-Skill. Jetzt haben wir auch einen Untertitel von den NSCs. Jetzt können wir also auch gleich wieder in Dunkelforst sehen, was sie so sagen. Wir müssen jetzt einmal kurz ein bisschen was reiten. Ja, reitet er eigentlich mit? Ja, er reitet mit. Guck.
Der Companion folgt uns hier auf dem Fuße. Wir haben also wirklich hier jemanden, der immer dabei ist. Wir müssen niemals mehr einsam durch die Gegend reiten. Ah, Moment. Hier ist jetzt ganz schnell mal eine Set-Gegend. Da gucken wir mal, ob wir für den Companion was bauen könnten oder ob man nur für sich selbst was bauen kann. So. Na. Okay. Also, herstellen. Das ist jetzt das Normale, was man herstellt. Sieht nicht so aus. Das ist ja alles für uns, die Rüstung. Hier steht nichts für Companion herstellen oder sowas. Nee, also so. Nur Quest zeigt nur Optionen an, die zur ausgewählten Handwerksquest passen. Okay, gut. Schreine oder Schreibe machen wir jetzt nicht. Aber da sieht man dran, also herstellen kann man jetzt auch nichts gezielt für Companions. Wir reiten weiter. Das wollte ich einfach nur mal wissen. Weil hätte ja sein können, dass man sagt, okay, dem seine Rüstung gefällt mir nicht. Ich baue jetzt selber dem eine in der Crafting-Station. Das ging jetzt nicht. So, und jetzt sind wir auch schon fast bei dem Gefängnis. Und ich bin mal gespannt, wie stark der ist. Also jetzt versuche ich echt mal mit dem Companion, mit meinem Clanbahn und... ja, mit mir, wir sind dann ja sozusagen zu dritt, das Dungeon zu schaffen. Nein, das wird nicht klappen. Ich kann euch schon entwarnen, aber bis jetzt sieht man halt nicht, wie stark der ist. Ob der wirklich gut kämpft, ob der wirklich gut heilt, weil die Monster, die wir gerade bekämpfen, immer sind einfach zu schnell tot. Und jetzt in dem Dungeon werden wir dann zu schnell tot sein. Aber probieren geht über studieren. Danach geht es weiter im neuen Gebiet. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausflug, um mal zu schauen, wie stark er ist. Und er schaut ganz schön grimmig, ja. Das ist richtig, Miramis. Also ich muss sagen, dafür, dass das ein super Verhältnis hier zu ihm ist. Wir haben das Verhältnis ja hochgeschraubt. Ist er nicht gerade am Grinsen, ne? Oder am Lächeln. Und was habt ihr auf dem Herzen? Das Leben wurde erschaffen, um gute Freunde. Also, er hat gar nichts auf dem Herzen und er hat auch keine Quest für uns. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Quests noch nicht im Spiel sind. Aber wir gucken uns das gleich nochmal an. In den Patch Notes. Ich gucke da gleich nochmal weiter. Wie können Sie es wagen? Sucht. Wisst ihr, ihr seht gar nicht wie ein. Jetzt will ich erstmal gucken, wie er sich denn anstellt, wenn wir jetzt mal gegen etwas mehr Gegner kämpfen. Ob er da was hinkriegt, ob er dann auch mal langsam ultimative Kraft aufbaut. Und ob ich das wenigstens 20 Sekunden überlebe. Eieieiei. Wie stark ist ein Companion? Ha, jetzt wird's interessant. Betretet den gefallenen den verfallenen Gefängnishof. Okay. Na, wenn das mal gut geht. Keine Champion-Punkte vergeben. Überlebt den verfallenen Gefängnishof. Also man kann auf jeden Fall schon mal zu zweit hier durch, ne? Jetzt ist die Frage, was passiert hier? Wollen mal sehen, ob die Herausforderer unsere erste Arena überstehen können. Okay, nicht gebufft. 14.000 Schaden, kaiserlicher Schütze und kaiserliche Fußsoldat, den schwerer Angriff. Ja, das ist natürlich ein bisschen viel. Ich werde euch rächen, sagt Bastian. Jawohl, so muss es sein. Er will uns rächen. Da hinten kniet er vor sich hin. Der wird wohl auch tot sein. Ich versuche jetzt mal schnell Buffhut zu organisieren. Und noch ein bisschen was zu tun, ne? Damit der Kampf ein bisschen länger dauert. Aber danach ist auch genug mit Kämpfen. Nein, es fängt schon an.
kriege ihn gar nicht geheilt im Moment durch den Kampf. Ich habe aber auch keine Kristalle dabei. Na gut, wir sind halt überhaupt gar nicht ausgerüstet. Denn wir können ihn auf jeden Fall wiederbeleben. Aber jetzt scheint er echt tot zu sein und das war's erstmal. Okay. Wir haben gesehen, er macht mit. Es klappt ein bisschen besser, aber man muss, glaube ich, noch einen zweiten Spieler mitnehmen, der auch einen Companion hat, damit man mindestens zu viert hier durchläuft. Da hockt er noch immer hin. Was macht er denn da jetzt? Was hat er vor? Ich packe jetzt dann doch noch mal ein bisschen was an Krimskrams aus hier. Nicht Verkleidung, nicht das. Päckchen des Schatzjägers, was war das nochmal? Das weiß ich gerade nicht, braucht man nicht. Rüstung, Maskenset, Tornister Festlichkeit, auch Krimskrams. Handwerkskiste, Verbrauchsgüter, das ist erstmal interessant. So, dann noch. Also, den Champion brauchen wir auch nicht unbedingt. Ach hier, Companion Equipment. Da haben wir doch was. Hier kriegen wir also die Rüstung, die er so hat. Aber das gibt's auch in Lila. You just obtained a new piece of Companion Gear to equip on your companions and interact with them. Ja, okay. Und dann gibt's auch noch Lila eine Rüstung. Ah ja, guckt euch das mal an. Da kommt doch einiges. Na. Achso. So, und hier gibt's dann aggressiv, augmented, focused. Wei, wei, wei. Ah, dann increase critical strike. Ja, komm, nehmen wir einfach alles mal in Lila. Schon sind wir wieder voll, wie immer. Ich bräuchte aber Kristallscherben oder sowas, damit ich den auch ein bisschen. Ja, wenn ich. Ja, das kann man eben. Kann man es eben anziehen? Nee, eigentlich nicht. Ich muss echt mal gucken. Was kann ich denn hier rausschmeißen? Jetzt habe ich aber auch viel ausgepackt wieder für nix. Und mich wieder total zugemüllt. Schon allein nur durch die Companion-Rüstung habe ich alle Plätze verbraucht. Weil es die natürlich wieder unterschiedlich vom Aussehen her gibt. Drei verschiedene Helme. Schwer, leicht und so weiter und so fort. Eieiei. Also ihr seht, das wird auch viel Arbeit sein. Dann hat man noch mehr Rüstungskrimskrams dabei, braucht man noch mehr Platz im Inventar. Es wird nicht einfacher. So, jetzt haben wir hier einen Kronenseelenstein. Damit müsste man ihn ja theoretisch retzen können. Klappt ja alles wieder super hier. Moment. Wir brauchen auch noch ein bisschen. Ne, man kann ihn nicht retzen. Ich kann auch nicht mit ihm reden. Muss ich hier aus dem Dungeon raus oder muss ich ihn einfach nur neu rufen? Wegschicken. Und neu rufen. Ich habe gedacht, ich hätte ihn jetzt mit dem Kronenseelenstein wiederbeleben können. Ging aber nicht. Aber da ist er wieder. So, und jetzt haben wir hier die ganze lila Ausrüstung und können ihm das natürlich anziehen. Ja, und dann hat er jetzt auch Increase Critical Strike Rating. So, kritischer Schlag. So, und ziehen ein bisschen was anderes an. So, sieht doch schon mal ganz gut aus. Fehlt noch was. Leider sieht man seinen Helm nicht. Helm und Hose. So, jetzt habe ich ihm als Magier die Sachen angezogen. Ich kann damit nicht umgehen, aber ich bin bereit, es zu lernen. Aha. Er sagt auch wenigstens, er hat noch nicht die Skill-Linie für schwere Rüstung. Ach, ich muss immer mit ihm reden, um mir das anzugucken. Fertigkeit, Rüstung, schwere Rüstung. So. Na gut, da muss er jetzt hier. Companion wird zu unaufhaltbarem Verteidiger und zwingt alle nahen Feinde, Bastian Helix, anzugreifen.
gleich danach blockt er. Ja gut, das hört sich ja gut an. Dann ist er ein Tank, den kann ich gut gebrauchen. Ein Heiltank wäre natürlich ideal. Also der soll mal schön die schwere Rüstung weitertragen, das passt schon mal. Muss er natürlich jetzt auch wieder trainieren. Mal gucken, ob das reicht, wenn wir ihm einfach wieder Booster geben. Ne, dann macht er nur EP. Bei Level 20 ist er so Schluss. Okay. Aber ich dachte echt, man kann die wiederbeleben, die Kerle. Scheint aber nicht so. Boah, auf jeden Fall muss man echt gucken, was man dem genau für Skills gibt, wie man den genau ausrüstet. Das ist echt wieder viel, viel Arbeit. Aber für die Story mache ich es, ne? Für die Geschichte, die uns dann erzählen werden, die beiden Companions. Dafür mache ich das Ganze. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Buff-Food haben, aber ich weiß nicht. Ja, das ist Reparaturmaterial. Ich weiß nicht, wo die Buff-Food sich versteckt hat hier in den ganzen Kisten. Rotzeit, das müsste es sein. Ja, das sieht gut aus. Das ist das, was ich immer gerne esse. Na komm, packen wir das jetzt auch nochmal schnell rein. So. Und jetzt machen wir noch mal einmal Versuch mit dem Companion und dann ist auch genug für heute. Jedenfalls hier im Schwarzrosengefängnis. Dann gehen wir wieder nach Dunkelforst. Dann gehen wir wieder ins Gebiet, gucken uns weiter das Gebiet an. Ich hoffe, dann ist langsam mal Tag da, damit es ein bisschen hübscher ist und nicht immer so düster. Vielleicht heißt er aber auch Dunkelforst, weil es da immer dunkel ist. Könnte natürlich so sein. Und so kommen die Herausforderer zurückgekrochen. Wollt ihr noch mehr? Wohl anders. So, er geht auf jeden Fall aktiv immer auf die Feinde zu. Das ist schon mal super. Boah, was sie für einen Schaden auf mir machen. Aber ihr seht, wenn man hier richtig geskillt ist und so, ja, das schafft man schon. Also ein paar Champion-Punkte hochsetzen, ein bisschen schneller sich wieder hochheilen durch den Clanbahn und so. Ja, das kann schon klappen. Könnte schon funktionieren. Ist er jetzt noch... Ich gehe nochmal zum Ausgang, mal gucken, ob er weiter ansprechbar sein wird. Oder ob er wieder so die ganze Zeit sich hinhockt. Ja, hier ist er ganz normal ansprechbar. Also hier ist alles in Ordnung. Irgendwie war der eben buggy. Aber da konnte man ihn ja wegschicken und widerrufen. Also von daher kein Problem. So, jetzt werden wir hier reingeportet. Noch ein Versuch. Boah, das hat aber gerumst. So. Jetzt reicht's. War interessant, aber ein Ersatz für eine komplette Gruppe ist der nicht. So, jetzt ist er wieder tot. Jetzt müsst ihr wieder rufen. Okay, lassen wir ihn jetzt erstmal da hocken und porten zurück ins neue Gebiet. Jetzt gucken wir uns weiter den Dunkelforst an und hoffen, dass jetzt vielleicht ein bisschen heller da drin ist. Und hallo, Ixarior. Schön, dass du eingeschaltet hast. Toll, dass du auch mal schreibst. Du schreibst ja nicht so oft. Das freut mich sehr. Wir sind im neuen Gebiet unterwegs von Blackwood Kapitel und gucken uns jetzt noch... Ja, es ist hell. Es ist heller geworden. Jawohl. So ist es doch schon viel schöner, sich hier umzugucken. Wir können uns das Gebiet weiter anschauen und werden jetzt mal schauen, was es denn hier noch für Set Gegenden gibt. Also für Set Handwerksstellen. Ja, müssen wir erstmal ein bisschen rumreiten. Da ist auch wieder unser Kollege dabei. Ich werde jetzt mal statt den Bastian den anderen nehmen. Also nicht den Kollegen Bastian, sondern die Kollegin Miri. Die nehmen wir jetzt mal. Ach, ich bin schon wieder am Biten. Aber sie geht dann automatisch irgendwie runter, wenn man es anklickt, aber ruft dann trotzdem nicht. Gefährten. So, jetzt haben wir es, oder?
Genau, da ist Miri. Wie gesagt, das ist mehr so die Assassinin, die etwas böser ist. Und los geht's, sagt sie. Das hören wir alles nicht, weil die Synchronisierung noch nicht da ist. Aber ihr seht schon, die quatschen dann zwischendurch auch mit euch. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Zone an. Na, jetzt wollen wir mal ein bisschen sehen, wie es hier so aussieht. Ein Gasthaus zum Weißen Hengst. Wie gesagt, das Gebiet ist ein Mix zwischen Agonian, Magie, Faszination und eure Vorstellungskraft selbst zu bezaubern. Aber das scheint wieder so ein Punkt zu sein, wo man einfach mit einem interagiert. Okay, der gibt uns eine Gabe. Das sind so kleine Events, die stattfinden in den Zonen. Manche geben Errungenschaft, manche nicht. So, auch hier wieder Quest zwischendurch. Schatznachricht des Piraten. Ja, also auch hier überall kleine Quests zu finden. Immer den Straßen lang reiten, wenn euch Quests fehlen. Ihr solltet halt immer gucken, dass ihr hier in der Übersicht genau, hier in der Übersicht auf jeden Fall die Quests habt, und wenn die nicht komplett sind, dann können da, oder wenn die komplett sind, könnt ihr immer noch mal hier bei Quests gucken, ob ihr alle 26 gefunden habt in einem Gebiet. Manchmal hat man immer nur ein, zwei weniger und wundert sich, warum man die Errungenschaft nicht abschließen kann. Dann läuft man einfach die ganzen Straßen lang und dann findet man die Quests eigentlich. Die stehen immer an den Quests, an den Straßen. Da seht ihr schon wieder, ne? Da kommt schon die nächste. Das sind jetzt alles Quests hier von Darkwood. Blackwood. Dunkelforst. Ich hätte es ja Schwarzwald genannt, aber... Ah, das ist hier mitten in den Steinen. Schwarzwald gibt es halt schon hier in Deutschland. Schwarzholz. Wie wäre eigentlich die richtige Beschreibung für Blackwood? Wie komme ich denn da hin? Hä? Da ist eine Quest. Unter den Steinen. Ah, jetzt ja. Ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Eingang. Faszinierend. Den wir gerade nicht finden. Hm. Gut versteckter Eingang. Der da mitreitet, ist nicht genauso doof wie ich. Ist einfach mein Gefährte, ne? Also, ist jetzt kein echter Spieler, der hier auch versucht, den... Ich finde sie nicht. Entweder ist ein Bug, sie haben die Felsen extra dahingestellt, oder ja, der NPC ist einfach unter die Erde gerutscht. Ich würde sagen, der ist unter die Erde gerutscht, weil das gibt da keinen Eingang für. Ja, egal. Hat man wieder eine Quest nicht gefunden, aber ist nicht so schlimm. Wir gucken ja einfach nur das Gebiet weiter durch. Was war ich im Erzählen? Ach ja, das ist ein Gebiet, das aus mehreren verschiedenen Rassen besteht. Einmal aus diesen ganzen Ritterburg-Rassen, na, den Imperialen, den Kaiserlichen. Dann mehr im Süden, hier unten, sind es dann Agonia. Aber hier sind auch in der Nähe die Khajiit, also auch diese Katzenwesen. Ist also ein ganz gemischtes Gebiet hier. Das ist wieder eine Quest. Mal gucken, ob die auch im Felsen hängt. Ah, das sieht aber besser aus. Hier ist ein Lager. Ja, also, sehen also hier die Wächter aus. Muss man sagen. Ja, hat schon ein bisschen was von der römischen Legion, ne? Sieht gar nicht so übel aus. Und auch hier gibt es eine Quest von Kommandant Axius. Und das hört sich auch wieder sehr römisch an hier. Imperialistisch. So. Imperator. Wunderbar. Die Quests, wie gesagt, ich will die nicht mit euch alle durchgehen und jetzt spoilern, weil das machen wir natürlich auf dem richtigen Server. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen mehr das Gebiet an, gucken nochmal durch die Patch Notes, was wir Wichtiges noch vergessen haben. Wir sind jetzt zwei Stunden am Streamen und haben das Wichtigste auch schon gesehen.